Hallo Leute, weiter geht's heute mit dem Kamikalix Simulator. Wir sind immer noch dabei, unseren Mustang hier wieder auf Vordermann zu bringen. Wir haben viel, viel rausgerissen jetzt. Es ist jetzt quasi einmal. Es ist jetzt quasi einmal alles raus, was sein soll. Wir fangen jetzt damit an, die Teile zu bestellen. Es wird sehr, sehr lange dauern heute wahrscheinlich. Mal gucken. Ich werde mir heute ein paar Fotos machen. Das heißt, ich werde dort mit meinem privaten Smartphone die Teile fotografieren, dass ich dann weiß ungefähr, was muss ich jetzt bestellen. Wir werden auch von allem was bestellen müssen. Also gucken wir mal. Nee? Aber ist halt so jetzt. So. Gut, jetzt geht das bis Stabi unten. Der Stabilisator VA-Typ, wenn ich den hochkriege soweit. So, gut, dann mache ich das einmal so in einem Rutsch. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Du hast dich gemeint. So. Und. So. Gut. Dann geht's jetzt ans Bestellen der Teile. Puh. Ja, ist es viel. Ich weiß. So. Ich fange jetzt natürlich noch nicht an, alles aus dem, zu verkaufen, was im Inventar ist. Nein, weil dann verkaufe ich Teile, die wir noch brauchen. Und dann danach zu suchen, was wir da noch brauchen, das wird eine harte Arbeit. Aber so machen wir es nicht. Wir räumen sie danach auf. Wasserpumpen. Riemenscheibe brauche ich. Oder brauchen wir eine Wasserpumpe? Ja. V8 OHV. Die Wasserpumpe ohne O8 OHV. Bestellt. So. Wasserpumpenriemenscheibe. Was haben wir sie denn? Da unten ist sie. Die muss neu gebaut werden. Dann das Nockenwellenrad. 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 Bestellt. Nockenwellenrad, Wasserpumpe. Die Steuerkette brauchen wir noch. Die Steuerkette. Steuerkette, 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 die V8 OHV, ja, ist nämlich diese hier. So, dann haben wir das auch. Die erste Seite, jetzt geht's weiter mit der zweiten Seite. Okay. Gut, dann machen wir es weiter. Machen wir Step by Step, komm. So, Nockenwellenrad. Ich muss ja. Wir nehmen sie alle komplett. So, Nockenwellenrad. Jetzt brauchen wir nochmal ein zweites davon. Ach nee, das Nockenwellenrad V8 OHV. Das ist ja ein anderes. Ja. So. Die Kipphebel. Wie viel brauchen wir davon? 1, 2, 3. 3. Kipp. Hebel. 3. So. So. Ventil, Stößelstange brauchen wir. Ventil, Stößelstange. Ist das, sind das wie viele insgesamt? Eine? Eine. Damit. So, dann den Abgaskrümmer. Abgaskrümmer. V8 OHV. Abgaskrümmer. Da ist er noch. Wollen wir den denn? V8 OHV. D. V8 OHV. Da ist er. Bam. Rein damit. Kipphebel haben wir. Lüfter Typ B. Warte mal. Der Abgaskrümmer V8 OHV. Brauchen wir den einmal oder zweimal? Brauchen wir nur einmal. Den Abgaskrümmer haben wir ja. Genau.
Den Kippen haben wir den Lüfter für den brauchen wir. Lüfter. Lüfter, Lüfter, Lüfter. Einmal Typ B. Das ist die Lüfterzarge. Der Lüfter Typ B. Das kostet 61 Euro. Okay. Kraftstofffilter. Kraftstofffilter. Gekauft. Die Kurbelwelle braucht man neu. Eine Kurbelwelle. Kurbelwelle. Kurbelwelle, Kurbelwelle, Kurbelwelle. V8 OHV. V8 OHV. Braucht man neu. Haben wir gesehen, dass wir die runternehmen müssen. Noch ein Keilriemen hinterher. Keilriemen braucht man. So. V8 OHV Typ B. Keilriemen V Typ A. V8 OHV Typ B. Da ist er. Bestellt. Dann den Kolben mit der Pleuelstange. Kolben mit der Pleuelstange. Warte mal. Den brauchen wir einmal. Okay. Scheinbar nur einmal. Kolben mit der Pleuelstange. Brauchen wir den irgendwie? Heißt das Ding nur so? Oder ist da noch irgendwas dabei? Nö, ist der Kolben mit der Pleuelstange. Ist nichts wirklich Besonderes. Die Kipphebel haben wir. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Dann fangen wir jetzt mit der Gummilagerbuchse an. Gummilagerbuchse. Groß 1, 2, 3, 4 Stück. Bestellt. Die Koppelstange. Ist ja schon das Fahrwerk, ne? Koppelstange. VA Typ B. Also Vorderachse. So, VA Typ B. Spurstangenkopf. Spurstangenkopf. Heißt nur so. Eine bestellen. Da die Spurstange dabei. Ebenfalls noch eine. Ja, wir werden gleich die zweite Seite auch noch machen. Also ich werde jetzt wirklich seitenweise machen, dass ich nicht irgendwie was vergesse oder was tausche, was ich brauche. Spurstange. Komm, fangen wir mal. Achsschenkel. Achsschenkel. Vorderachse Typ C. Bitte schön, einmal. Ein Querlenker. Ein Querdenker, ein Querlenker. Querdenker haben wir genug. So, Querlenker, Vorderachse unten, Typ B. Bestellt. Die Gummilagerbuchse haben wir, die Spurstange haben wir, die Feder für die Vorderachse. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal schauen, dass wir wieder Feder für die Vorderachse. Eine bestellt. Keine Sorge, wie gesagt, wir werden alles durchgucken. Noch einen Querlenker brauchen wir. Querlenker. Der ist Typ A. Querlenker. Typ A. Ist Stabi. Vorderachse Typ B. Stabi. 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 Vorderachse Typ B. Bestellt. Gut. Haben wir's. Dann geht's weiter mit dem Lenkgetriebe. Ja, wie gesagt, das ist noch viel zu tun heute. Lenkgetriebe einbauen. Brauchen wir unbedingt. So, weiter geht's mit dem Querlenker. Querlenker. Vorderachse unten Typ B. Diese Art Vorderachse Typ unten Typ. Haben wir ja schon einen gehabt. Dann brauchen wir noch eine Koppelstange. Eine Koppelstange. So, warte mal. Vorderachse Typ B. Bestellt. Achsschenkel.
So, Axtschenkel brauchen wir vor der Achse. Typ C ist hier. So. Die Radnabe für die Vorderachse brauchen wir einmal. Die Radnabe für die Vorderachse. Radnabe Vorderachse bestellt. Dann brauchen wir eine Gummilagerbuchse groß 2 Stück. Gummilagerbuchse groß 2 Stück. Bestellt. Die Spurstange will auch erneuert werden. Ja, aber war das doch glatt. Stoßdämpfer Vorderachse Doppelquerlenker. Ja, geil. Stoßdämpfer Vorderachse Doppelquerlenker. Ne, warte mal. Doch hier. Vorderachse, habe ich gesagt, ne? Hier ist die Hinterachse. Hier ist die Vorderachse. Gut, bestellen. Das heißt vermutlich, dass wir fehlen, dass wir wieder, Sachen zusammenbauen müssen. So. Feder Vorderachse. Feder für die Vorderachse. Also. Domlager für die Feder von der Vorderachse. Querlenker Typ A. Querlenker Typ A. Typ A, Typ A. No? Ja. Und eine weitere Gummilagerbuchse. Die habe ich hier ganz gesehen. Gummilagerbuchse groß. Eine. Gut, bestellt. Und jetzt müssen wir weitermachen mit der mit dem Bestellen. Wir haben nämlich noch 6 Teile. Die auf der Liste. Wie gesagt, die Karre hat sehr, sehr viel, macht sehr, sehr viel Ärger heute. So, die Stoßdämpfer brauchen wir neu. Will er noch haben. Stoßdämpfer, Hinterachse, Öl, 2 Rohr, Öldruck. Hinterachse, 2 Rohr, Öldruck. Ja, der hier. So, du bist sehr teuer, mein Freund. Federbügel für die Befestigungsplatte. Da kannst du aber 2 bestellen. Befestigungsplatte. Federbügel und eine Befestigungsplatte. So, dann haben wir das auch. Dann machen wir jetzt noch die weiter mit der Bremse schnell. Und dann haben wir sie. So, Bremssattel Typ A. Bremssattel Typ A bestellt. Bremstrommel. Und den Radbremszylinder. So, dann haben wir alle Teile bestellt für unser Autoschiff. Und dann würde ich sagen, geht es damit jetzt weiter mit dem Zusammenbasteln. Das wird jetzt nochmal eine harte Nuss werden. Aber ist so. Fangen wir an, würde ich sagen. Damit wir weiterkommen, auf jeden Fall. Querlenker. Ja, was war mit der, ich würde sagen, mit der Achse weitermachen. So. Gummilagerbox groß. Rein damit. So. Keine Sorge, den Motor machen wir noch. Und es dauert jetzt ein bisschen alles halt, wie gesagt. Wir haben ja durchaus gesehen, wie viel wir rausgenommen haben jetzt. Das heißt, wir werden jetzt ganz, ganz viel wieder zusammenbasteln. So, gut. Ist der Stoßdämpfer da ganz komplett? Ja, der ist. Nee, den müssen wir nochmal rausnehmen, weil die Feder ist, glaube ich, durch. Feder vor der Achse. Da machen wir das doch glatt. So. Gehen wir mal kurz an die Federmaschine. Die steht. Steht. Ne, in meinem Kasten. Hier steht sie. So, Federbein verbinden. Federbein zerlegen. Nehmen wir sie mal komplett raus. Weil ich glaube, da ist die Feder noch relativ gut. Nehmen das Teil raus. Federbein verbinden. So, dann nehmen wir das auch raus. So, gut. Nimm das halt aus dem Federspanner. Bauen wir die ganze Schose wieder zusammen. So. Ja. Einmal kurz bitte wieder zusammenbasteln. Liebes Teil. So,
So, Teil raus wieder. Federbein verbinden. Und dann haben wir das auch. Und dann können wir die ganze Schose wieder einbauen. So, nimm das aus dem Federspanner. Jawohl. Nein, nicht speichern. Nein, da gibt's. Da. Das ist mein kleines Autochen. Wir sind ja dran auf der Seite. So. So, da geht es weiter mit der Koppelstange. Die auch wieder festgemacht werden muss. Lenkgetriebe rein. Ein neues. Und die Spurstange. Dann kann nämlich hier der Spurstangenkopf rein. Der neue. Und dann haben wir das auch ran. So. Dann fangen wir mit dem. Mit der Seite hier weiter an. So, Radnabe. Warte mal. Radlager noch rein. Radnabendeckel rauf. Die neue Bremsscheibe drauf. Bremsbelag neu drauf. Bremssattel drauf. So, dann haben wir das auch auf der Seite zumindest hier. Dann wird es weitergehen jetzt mit der zweiten Seite. Ich mache erstmal nur Fahrwerk. Bevor ich jetzt mit dem Motor weitermache, mache ich erstmal nur Fahrwerk. Weil das ist jetzt erstmal alles wichtiger als Motor. So. Quellenlager drauf. So, Akkulagerbuchse drauf. Keine Sorge. Da. Akkulagerbuchse drauf. Die war doch gut. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann geht's weiter hier mit der Federung. Spurstangenkopf drauf. So. Radnabe drauf. Wie gesagt, wir werden es heute erstmal nur zusammenbasteln hier. Und dann in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem SUV da hinten. Zumindest der Anfang. So. Radlager drauf, Radnabendeckel neu drauf. So, dann haben wir zumindest mal. Wenn ich nicht alles vergesse, wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. Hoffe ich zumindest nicht. Sieht zumindest auch nicht so aus, als hätte ich da irgendwas vergessen, was jetzt unwichtig ist. Was jetzt wichtig ist. Gut. Gehen wir an die Hinterachse und machen erstmal die Hinterachse komplett wieder. Ich sag ja erstmal Fahrwerk und dann geht's dann Step by Step mit dem Motor wieder zusammen. Weiter. So. Radbremszylinder drauf. Bremsbacken neu drauf. Bremstrommel drauf. So, dann haben wir das auch. Dann geht die, zweite Seite weiter. Der kriegt noch eine neue Bremstrommel wahrscheinlich, ja. Die noch relativ gut ist. Und dann hört man das Thema auch. Aber da fehlt doch, glaube ich, was am Fahrwerk. Eine Aufhängung zumindest. Ja. 2 Euro Öldruck hintere. Die Feder drauf. Die Befestigungsplatte dran. Die Bügel drauf. Der zweite Bügel noch dran. So, dann müsste es. Eigentlich erledigt sein, ja. Gut, dann geht's weiter mit dem Motor.
würde ich sagen. Wir machen ihn von oben weg. Machen erstmal vorne dran und dann machen wir hinten das, den Rest. Machen wir unten den Rest. So. Neuer Kühler drauf. Also da jetzt sind Verteiler drauf. So. 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 Na komm. Ja, Zündverteiler. Ich will eigentlich hier an die komische Klammer. Hier wollte ich ran. An diese Klammer da. Die ist so klein und winzig. Die lässt sich nicht immer direkt zusammenbasteln. So, die Servopumpe dran. Da geht's weiter am Generator. Der muss auch noch dran. Weiter geht's mit dem Nockenwellenrad, das gemacht werden musste. Aber er möchte erstmal die Kurbel wieder rein haben. Warte mal, machen wir trotzdem so passiert, weil es geht. Nee, das ist. Kraftstofffilter drin. Okay, er will jetzt erstmal. Gut, okay, er will jetzt erstmal unten rein, weil da muss ich die Nockenwelle rein. Über die Nockenwelle läuft nämlich jetzt gerade gefühlt alles dann. So, weiter geht's. Step by step. Nicht an die Dings dran, sondern erstmal die Nockenwelle rein, die neue alte. Die neue. So, rein damit. Die komischen Klammern hier. Also die Kurbellagerwellendecke, mein Gott. Schweres Wort. So, ich hoffe, dass ich jetzt alle habe, alle Teile. Warte mal. Dankeschön, Katze. So, und dann geht es jetzt weiter von oben. Also, wir müssen jetzt, können jetzt die Kolben ziehen. Ersetzen. So, warte mal. So, Kolben rein. So, weiter geht's. So, dann hätten wir das auch. Dann der Zylinderkopf. Dafür gibt es jetzt zusammen zwei. Weil jede Seite. Dann Abgaskrümmer neu. Der neue. Zündkerze rein. So. Noch eine neue Zündkerze rein. Noch eine neue Zündkerze rein. Also nicht die neue, Anführungszeichen. Neu. Ja, gebraucht. So. Hier kann die neue Steuerkette drauf. Da kann noch eine neue Steuerkette drauf. Wir sehen natürlich jetzt nichts gerade. So, Wasserpumpe drauf. Das ist auch eine nagelneue. Wasserpumpe, Riemenscheibe und noch eine Kurbelwellenriemenscheibe. So, dann hätten wir das auch. Weiter geht's mit dem Keilriemen, der neu ist. Jetzt kommt noch der alte drauf. Und hier, wenn der noch gut ist, dann kommt noch ein Lüfter dran. Der neue. So, dann hätten wir das Thema zumindest erstmal auf der Seite. Weiter geht's. So. Gut. Weiter mit dem Kolben.
Ohne Kolben, keine Kolbe, keine diese komischen Lagerdeckel da. Aber das ganze Spielchen jetzt nochmal auf die andere Seite setzen. Also können wir drauf. So, weiter geht die ganze Chose. Hier mit der Zündkerze. Wie gesagt, das ganze Ding machen wir nochmal von der anderen Seite. Ja, weil durch den Reif geguckt jetzt gerade, deswegen konnte ich jetzt gerade nicht auf den Motor gehen. Moment, ich muss mal gerade ganz kurz meine Katze rauslassen. Bin sofort wieder da. So. Ja, Mikro ist an. Perfekt. Wunderbar. Weiter geht's. Mit dem Abgaskümmer hier. Den müssen wir nämlich noch einsetzen, den zweiten. Den alten. Neue brauchen wir ja neue. Der andere alte, den mussten wir ja komplett ersetzen. Schwungrad. Ich kann natürlich nicht an die Hebebühne jetzt, ne? Warte mal. Doch, ich kann schon an die Hebebühne, aber. Warum darfst du? Der zwei erste Vergaser darauf. Der zweite. Hinterher. So. Luftfiltergehäuse. Luftfilter wollten wir nicht neu, ne? Sagte der. Ne. Das ist doch relativ gut, eigentlich. Gut. Dann setzen wir das Auto wieder hoch, setzen wir uns an die Hebebühne, damit wir weiterbauen können. Weil da komme ich jetzt gerade noch was an, noch ein bisschen was dazu. Wie gesagt, hier nämlich das Getriebe muss nämlich auch noch rein. So, Schwungrad. Kupplungsscheibe. Und Kupplungsdrucklager. Sobald das drin ist, kann das Getriebe drauf. Der Anlasser dran. So. Sobald der Anlasser dran ist, geht die Kardanwelle noch dazu. Supi. Dann sieht das schon wieder ein bisschen nach Auto aus. So, ich muss jetzt gerade gucken, dass ich hier unten weitermache. An der Motor. Weil da kommt nämlich ein bisschen was dazu. Dann machen wir weiter mit dem Pleuel-Lagerdeckel. Ah, vielleicht wird auch der Motor der Beste gewesen. Aber ist egal. Alles gut, kriegen Sie hin. So. 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 Jetzt kann die Ölwanne wahrscheinlich runter, ne? Ja. Sehr schön. Ja, Öl muss doch rein, das weiß ich jetzt selber. Ich gucke jetzt so gerade, ob wir schon alle Teile haben. Das haben wir raus. Kipphebel, die gibt's einen Kipphebel, ja. Wenn Ach, die Ventilschüsselstangen, dann geht's ja gar nicht weiter mit den Kipphebeln. Ah, okay.
Hier ist auch eine Koppelstange, die fehlt. Gut. So, warte mal. Nämlich hier ist diese Koppelstange. Ah. Drin. Gut. Und dann gehen wir nochmal runter, weil wir müssen noch ein bisschen was dazu bauen. Aber wie gesagt, im groben Ganzen haben wir die Karre soweit fertig. Hinten ist es, glaube ich, durch. So, weiter geht's. Teile einbauen. Das sind so kleine Teile, ne? So. Keine Sorge, die Kipphebe bauen wir. Jetzt verstehe ich auch, warum die Kipphebe nicht fällt, weil ich weiß total, welcher Wahn hätten sein müssen. Aber wir bauen erstmal diese kleinen Stängchen hier rein. Das sind insgesamt 8 Stück. 16 Zylinder, ja. Naja, V8. Ist doch 8 Zylinder, also wie auch immer. Es müssten 8 Zylinder sein, klar. V8 ist es ja. So. Gut, dann haben wir das auch rein. Jetzt bauen wir die ganzen Kipphebel noch mit rein. Noch ein Kipphebel mit dazu. So. So. Na. Dann haben wir sie fast weg. Komplett. Kommen die ganzen auf die Seite. Zylinderkopfhaube. So. Supi. Oh, nicht. Okay. So, dann bauen wir das ganze Ding jetzt auch auf der anderen Seite richtig zusammen. So. So. Ah, da fehlt sowieso noch was, irgendwas. So. Na. Jetzt. Boah, das sind so kleine Fitzelteile, ne? Die richtig zu treffen überhaupt erstmal mit dem Stick. So. So. Dann haben wir das auch weg. Jetzt kommen die ganzen Kipphebel doch mal rein. Oh, da fehlt noch eine Zündkerze. So. Da fehlt bestimmt noch eine Zündkerze, warum die Zündkabel noch nicht dazukommen. Hallo, Katze. So. So. Richtig festmachen. Ja. So. So, noch ein Kipphebel dazu. Ja, Katja. Nein. Noch eine dazu. Die Zündhaube, Gott sei Dank, drauf jetzt. So, da fehlt bestimmt auf der anderen Seite noch irgendwas, oder? Ne, sind die Kabel drauf. Alles klar, perfekt. So, dann gucken wir das Ganze nochmal an, ob da nicht irgendwas hat. Ich weiß, dass das Öl fehlt. Das machen wir jetzt gleich noch. Dann haben wir hier auch alles weg. Dann haben wir hier alles getauscht. Perfekt. Dann sind wir soweit durch. Dann fehlt nur noch das Öl.
Da. Dann haben wir Gott sei Dank endlich dieses Auto abgearbeitet und dann fehlt es nur noch. Wollen wir noch ein Auto? Ich weiß nicht, ob wir es heute noch komplett hinkriegen. So. Fertig. Naja, fast. Die Reifen fehlen noch. So, das ist doch das. Die Reifen noch nachbauen und dann haben wir sie. Toi, 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 haben wir das Auto komplett geschafft heute. In zwei Folgen. Gut, wenn die Folge jetzt wahrscheinlich noch länger war. So. Ich hoffe, dass wir keinen Teil mehr vergessen haben. So, nächste Gegner, nächste Fahrzeug ist das SUV hier vorne gleich. Fahren. So, fertig. Das war die Perfekto. Wir haben es heute geschafft, liebe Leute. Das nächste Fahrzeug wird das SUV hier sein. Und dann fahren wir das Kampagnenfahrzeug rein und jetzt das nächste Auto davor. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr mir da anschauen würdet beim Automechaniker Simulator.